Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pen and Paper Talk. Ich habe hier rechts den Ben sitzen und wir beide werden uns heute über sein Rollenspiel, Erzählspiel Zweikopfdämon unterhalten. Ich habe es mir im Vorfeld ja, ein bisschen angeschaut, aber nicht zu viel und habe mir ein paar Fragen überlegt und ich bin gespannt, was der Ben uns erzählen wird. Hallo Ben, schön, dass du da bist. Ja, hallihallo. Ja, auch schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr gerne. Ich habe mir das durchgelesen und ich musste ein bisschen umdenken. Also was heißt, ich habe nicht dein System gelesen, sondern das, was es da schon auf deiner Homepage gibt, ist übrigens unten alles verlinkt. Da könnt ihr mal schauen. Für all das, was wir hier jetzt nicht beantworten, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt mehr wissen, dann klickt mal da drauf. Auf Bens Homepage ist ja steht ein bisschen mehr und sind auch Links zu, ich glaube, eine Runde, die du mal gespielt hast mit einem Freund und auch der Doc Retty hat was gemacht. Das Ja, findet genau. ihr alles unten. Also ich hab gesehen, es ist so nicht so ein klassisches Rollenspiel, wie man es kennt mit Spielleiter, mehreren Spielern, sondern es ist so ein, ich würde mal sagen, Erzählspiel nach Regeln. Ich weiß nicht, ob das stimmt, werden wir gleich jetzt rausfinden im Gespräch. Aber vielleicht sagst du mal, um was geht's in deinem Spiel Zweikopfdämon? Also vielleicht kannst du das mal kurz erklären in ein paar Sätzen. Ja klar, Zweikopfdämon ist ein Erzählrollenspiel, bei dem für genau zwei Spieler, die beide in eine dämonische Welt, beziehungsweise ihr Verstand wird in eine dämonische Welt hineingezogen. Der eine, der Verstand wird dann unterdrückt von diesem Dämon, der dort herrscht und wird dann so quasi zu seinem Sklaven. Und der andere Verstand, der kämpft sich frei und wird dann zu einem Wesen in dieser Welt und versucht gegen den Dämon anzukommen. Das Ganze wechselt dann hin und her. Das heißt, wenn der Dämon, also praktisch der Spielleiter, eine besonders verzwickte Situation erschafft, dann kann es sein, dass bei einem Wechsel er nochmal drankommt, wenn er einfach nochmal an der Runde ist und dann sich eigentlich die Suppe, die er da sich vorbereitet hat, selber auslöffeln muss. Und das ist das Coole an dem Spiel, es wechselt die ganze Zeit hin und her. Und man weiß nie, wer als nächstes dran ist. Und somit die Erzählrechte gehen dann auch immer hin und her. Und das macht das Spiel so ein bisschen aus. Okay, das heißt, es ist für zwei Spieler, habe ich schon mal gelernt, ne? Also für zwei Genau. Spieler, wo die Rolle, also wenn wir beide das jetzt spielen würden, wäre immer einer so in der Rolle des Spielleiters, ne? Und der andere wäre der Spieler, ne? Und das switcht dann hin und her. Oder der eine ist ja, sagst du, der eine ist der Dämon und der andere ist der Spieler, oder? Ja, genau. Okay. Also der eine ist der Dämon, verkörpert den Dämon, also sozusagen das Böse in dieser Welt und da auch alle NSCs. Und der andere, der verkörpert den Charakter, also ein Wesen in dieser Welt. Und was vielleicht untypisch ist auch zu anderen Rollenspielen, dass der Charakter eigentlich die Story voranbringt und nicht der Dämon, also der typischerweise SL. Und der SL eigentlich nur die verschiedenen Charaktere mimt, sozusagen aus einer gewissen Logik heraus dann interagiert mit dem Charakter. Ja, und das gibt dann verschiedenste Geschichten aus dem Ganzen. Okay, wenn ich jetzt, ich habe jetzt keine Vorerfahrung mit Rollenspiel oder brauche ich die dafür? Das jetzt ist so, also brauche ich viel Vorerfahrung, um Zweikopfdämon zu spielen im Bereich Rollenspielsysteme, die jetzt mal so klassisch sind, sage ich mal, oder ist es gerade was für Neulinge? Wie würdest du das einordnen? Das kommt ein bisschen darauf an. Ich denke, wenn man Rollenspiele gespielt hat, dann hilft einem das. Aber wenn man es jetzt nicht kauft und liest, sondern wenn man einfach der Mitspieler ist, so quasi, und einem das gut erklärt wird, dann braucht man eigentlich keine Vorwissen von dem Ganzen. Auch da es ein paar eben genretypische Regeln durchbricht und ein bisschen ein paar innovativere Ansätze drin hat, ist es manchmal auch von Vorteil, wenn man vielleicht gar nicht so viel über die normalen Rollenspiele weiß, so quasi. Also es kann beides sein. Kommt ja ein bisschen darauf an, wie offen und kreativ die Menschen sind, die es spielen. Okay, und in welcher Welt spiele ich jetzt? Also das kann ja, ist das festgelegt auf Fantasy oder kann ich das im Prinzip auf Fantasy jetzt, Zeit, Science Fiction, kann ich das überall spielen, in jedem Genre, sage ich mal? Oder hast du dir da was überlegt als Autor, dass du gesagt hast, nee, ich hätte, also du hast irgendwie Fantasy auserkoren, dass es darin spielen soll? Ja, das ist eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von Zweikopfdämon. Und zwar ist es so, dass man baut am Anfang die Welt zusammen.
Und durch das kann es eigentlich überall spielen. Man kann Science Fiction spielen, man kann Horror und so weiter. Etwa das Abgefahrenste, was ich hier gespielt habe, war, da waren wir in einer märchenhaften Insektenwelt, wo ich dann eine Wespe spielte und der Kollege eine Ameise. Okay. Von dem her, es ist nicht per se dämonisch gemeint. Das kann man natürlich auch machen. Aber man kann, es ist eigentlich eine Ausrede, die verrücktesten Welten zu erstellen und darin dann Abenteuer zu erleben. Okay, wie lang, ich weiß nicht genau, wie also ob ich die Frage später stellen wollte, aber sie kommt mir jetzt gerade, wie lang dauert so eine Runde? Also wenn man so einen Abend hat, ist man da nach 2 Stunden durch oder wie viel Zeit sollte man haben, wenn man das spielen möchte? Ich denke, grundsätzlich geht es darum, wie fest, dass man das Ganze ausschmücken will, weil es ist ja wie eine Geschichte, die man sich miteinander erzählt. Aber jetzt so die Werte, die ich hatte, waren zwischen 1 Stunde bis 2. Ich denke, so 90 Minuten ist so ein guter Kern. Das war auch ein Designziel von mir, dass das ganze Spiel wirklich an einem Abend kann man spielen, so zur Unterhaltung. Und dass man dann auch immer wieder in andere Welten reisen kann, so quasi. Also deshalb, es geht extra nicht zu lange so. Okay, schön. Das heißt, das kann man auch mal zwischenschieben, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit. Da kann ich jetzt keinen, sage ich mal, Rollenspiel-One-Shot starten. Der wird wahrscheinlich 2 Stunden, kriegt man den nicht durch, sondern braucht man wahrscheinlich mindestens 4. Ne? Ja. Und hier habe ich aber die Chance, dass ich in 2 Stunden quasi durchkomme. Und wenn ich mehr Zeit habe, könnte ich auch noch eine Runde hinten dranhängen sozusagen. Okay. Ja, genau. Also es ist sogar aus, ich kann dir mal erzählen, wo das Ganze gestartet hat so ein bisschen. Und zwar... Ich spiele jetzt etwa seit 20 Jahren Rollenspiele und ich habe immer so ein bisschen die Regelklopper gespielt. Und ich habe dann etwa 2014 die Erzählrollenspiele für mich entdeckt. Allen voran natürlich Fiasco, ist ja sehr bekannt. Und dann hatten wir eine Dreierrunde, die wir laufen lassen wollten. Und dann konnte einer ganz kurzfristig nicht. Und ich dachte dann, ah shit, ich würde gern so zu zweit Fiasco spielen, wäre eigentlich schon ganz toll. Und da ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee da entsprungen und auch ein bisschen mehr Regeln darin zu haben, da ich ja Regeln auch gerne habe, aber auch nicht zu viel, also das immer noch als Einsteigerspiel zählt. Und jetzt ist es so, dass wenn wir einen Rollenspielabend planen und merken, ja, ist ja klar, wenn jetzt von 4 2 plötzlich ausfallen oder was auch immer, dann greift man einfach 2-Kopf-Dämon zurück oder wir spielen auch einfach so 2-Kopf-Dämon. Wie lange hast du an dem Spiel entwickelt, jetzt an 2-Kopf-Dämon? Ich habe an 2-Kopf-Dämon eben etwa seit 2014, 15, da hieß es noch anders, hatte noch eine andere Prämisse, aber seit da an habe ich eigentlich entwickelt. Immer wieder mal, genau. Okay, jetzt ist es ja quasi dieses Jahr, glaube ich, offiziell rausgekommen. Wann war so, sage ich mal, die Vorversion, die erste, wo du sagst, an der hast du dann nur noch Feinschliff betrieben? Wann war die fertig ungefähr, wenn du so zurückdenkst? Muss ich kurz überlegen, das war ja vermutlich Ende letzten Jahres, wollte ich schon fast mal raushauen. Dann habe ich gemerkt, ich habe dann noch ein bisschen Zeit drin investiert, besonders in gewissen prägnantere Worte zu finden etc. Und dann noch eine Entwicklungszeit, das ein bisschen niederschwelliger war. Okay. Also vor einem Jahr war es fertig. Okay. Jetzt habe ich nochmal zum Spiel zurück nochmal. Wie läuft da jetzt eine Charaktererstellung ab? Du hast vorher schon mal gesagt, du hast eine Biene gespielt, dein Freund eine Ameise. Das heißt, man erschafft 2 Charaktere. Ist das richtig? Also ich gehe vielleicht mal zuerst, wie man einen Charakter erschafft, weil das andere kann verwirrend sein. Okay. Und zwar, ja, Charaktererschaffung ist ganz einfach. Und zwar, ein Charakter besteht eigentlich aus einer Charakterstärke, also Stärke, Geschick, Intelligenz oder Sozialkompetenz. Da ist er halt besonders gut. Und dann noch ein kleines Konzept, also so die typischen Sätze, um einen Charakter ganz schnell zu beschreiben. Und das wäre es auch dann schon mit der Charaktererschaffung. Also wirklich auch niederschwellig kann man schnell hinschreiben. Und bei dem Charakter ist es so, dass, wie zuvor, man muss sich das so ein bisschen auch vorstellen, man wird in eine Dämonenwelt gesaugt und ein Spieler, der wird unterdrückt, der wird dann zum Dämon, so quasi. Und der andere Spieler, der erkämpft sich mit purer Willenskraft einen Platz in dieser Welt und wird dann zum Charakter, ein Wesen in dieser Welt. Aber, und wenn es wechselt, dann spielt der andere Spieler auch diesen Charakter, aber
er sieht dann halt auch anders aus und hat andere Eigenschaften so quasi. Also es ändert sich je nachdem, wer den Charakter verkörpert, ändert sich auch der Charakter. Okay, das heißt... Das ist ziemlich Meta, ja. Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Max mir zusammenstelle und sage, okay, der ist jetzt besonders intelligent, dann wäre das jetzt mein Charakter. Dann habe ich vielleicht noch ein paar Charakterzüge, dass der... hibbelig ist und schnelle Entscheidungen trifft. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen konträr zu seiner Intelligenz, aber weil er so schlau ist, passiert vielleicht nicht immer irgendwas Schlimmes. Dann wäre das jetzt irgendwie so mein Charakter und du würdest dir jetzt den Moritz überlegen, der vielleicht den Bonus auf Stärke hat und eher der vorsichtige Typ ist oder sowas. Ja, genau. Okay, und wenn jetzt quasi ich der Dämon wäre, dann würdest du mit dem Moritz spielen und wenn wir switchen, dann wären wir an derselben Stelle, nur dass ich in dieser Situation mit dem Max wäre. Ja, genau. Okay, so, das heißt, da kann es dann natürlich sein, dass man da in der Situation sich auf einmal wiederfindet, die der Charakter so gar nicht eingegangen wäre von seiner Art her, ne? Das ist dann ja auch nochmal ein bisschen spannend, okay. Und diese Stärke, die ich habe, wie wirkt die sich aus im Spiel? Also... Ja, also im Spiel gibt es Proben, also im Sinn von, man macht einen Würfelwurf bei einer Situation, deren Ausklang unklar ist. Mhm. Und normalerweise hat man einen W6, also einen sechsseitigen Würfel. Und wenn man aber seine Charakterstärke einsetzen kann, weil ich zum Beispiel als intelligenter Charakter intelligent agiere, dann kann ich zwei Würfel nehmen und dann natürlich das höhere nehmen, so quasi. Okay. Das ist dann die Charakterstärke, die man einsetzen kann. Okay, das heißt, prinzipiell wird mit einem W6 gewürfelt, das hat auch jeder zu Hause wahrscheinlich. Und ja. Die Charakterstärke ist dann, wenn es auf dieses Attribut geht, wären dann zwei W6. Wer legt fest, auf was wann gewürfelt wird? Ist es der Dämon dann, der das festlegt? Oder ist es der Spieler, der sagt, ich möchte jetzt darauf würfeln in irgendeiner Situation? Da habe ich lange darüber nachgedacht. Generell ist es so, das Spiel spielt sich in Runden. Mhm. Und in diesen Runden wird dann in einem Schritt werden die Probenvorteile ermittelt. Und dort wird dann festgelegt, wie viel Mal man die Charakterstärke einsetzen kann und ob man dann noch gewisse Punkte bekommt, um die Machtverhältnisse zu verschieben etc. Also es ist einfach ein Schritt in der Runde, in der man spielt, wo das dann festgelegt wird. Okay. Für beide. Für beide. Und das macht man gemeinschaftlich? Oh. Ja, genau, es ist der den Charakter verkörpert, der würfelt dann, das Outcome ist dann das, was er einsetzen kann, hat dann auch minimale Entscheidungsmöglichkeit in diesem Schritt und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Mhm. Okay, so, vielleicht reden wir nachher noch über die Runde, aber nochmal so zum Ziel, also wir haben zwei Charaktere, die werden in diese dämonische Welt gesaugt, der eine verkörpert den Dämon, der andere den Spieler. Was muss ich denn tun? Also geht es darum, rauszukommen aus dieser Welt oder legt man am Anfang ein Ziel fest, was man erfüllen möchte oder wie ist es festgelegt? Also generell versucht der Charakter aus der Dämonenwelt zu entfliehen, weil ist ja meistens nicht so angenehm in einer Dämonenwelt. Mhm. Und was das Spiel dann auch wieder einzigartig macht, ist, dass man hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist zum Beispiel, wir werden durch ein Portal in diese Dämonenwelt gesogen. Oder eine andere Vorgeschichte wäre, wir wären von einem Magier hinein verhext worden. Mhm. Und je nach Vorgeschichte ändert sich auch ganz extrem, was man im Spiel erreichen will. Mhm. Bei dem Portal, das ist das Einfachste, da muss man einfach dieses Portal dann finden. Und bei dem Zauberspruch sucht man dann nach den Wörtern, die dann diesen Zauberspruch schlussendlich komplettieren. Mhm. Also es ist je nach Vorgeschichte halt ein anderes Spiel. Also nein, nicht ein anderes Spiel, aber es ändert einfach den Spielablauf sehr. Und diese Vorgeschichten, diese Ansätze, stehen die in deinem Regelwerk drin? Hast du da so ein paar Beispiele vorgegeben? Ja, genau. Das ist sogar fix. Da gibt es verschiedene. Die kann man dann einfach eine auswählen und dann geht es dann auch schon los. Okay. Wenn ich jetzt ganz... kreativ wäre, könnte ich wahrscheinlich in Zusammenwirken mit einem anderen Spieler mir da auch noch was überlegen, sozusagen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Zweikopfdämon 50 Mal gespielt, ich möchte mal noch irgendwie einen anderen Ansatz, dann ist mir frei, das zu tun, aber da werde ich an die Hand genommen, das heißt, es ist schon quasi festgelegt, ich wähle aus diesen Optionen zum Beispiel Portal oder Zauberspruch und dann habe ich eigentlich schon das Ziel, dass es darum geht, dieses Portal zu finden oder
den Zauberspruch zu finden. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier zwei Spieler, die miteinander interagieren, also immer in Rolle des Dämon SL und den anderen als Spieler. In der klassischen Runde überlege ich mir einen Plot, überlege ich mir Lösungsansätze und dann, also ich bin immer ein Fan von Improvisieren, aber ich habe zumindest schon mal irgendwie ein Ende im Kopf, wo ich sage, da hätte ich gern, dass die Geschichte rauskommt oder sowas. Ne? Also so ein bisschen, dass du, ja, jetzt nicht komplett Railroading, aber dass du halt so grob einen Korridor halt hast, in dem man sich bewegt, ja, wenn man so eine Geschichte zum Abschluss bringen möchte. Es sei denn, es ist jetzt wirklich, die Spieler kommen und haben eigene Ideen. Aber wie ist es jetzt bei Zweikopfdämon? Da hast du jetzt ja zwei SLs quasi. Wie legt man das Ende fest? Oder wie, also mir ist noch nicht klar, wie man die Geschichte dann konstruiert. Ja, das verstehe ich. Also generell ist es so, wenn man die Welt erschafft, dann gibt es mehrere Indikatoren. Ich kann die ja mal erzählen. Das eine ist die Vorgeschichte, eben, dass es ein Portal gibt oder einen Zauberspruch oder sonst was. Dann die Charaktere, die man spielt. Dann kommt dazu die Niedertracht des Dämons. Die Niedertracht ist, wie böse ist der Dämon zum anderen. Das finde ich noch gut, weil dann geht es nicht nur darum, vielleicht den anderen komplett zu eliminieren, sondern bei einer Niedertracht von 1 kann man das auch ein bisschen freundschaftlicher spielen. Und so verändern sich dann auch die Vorgeschichten. Item. Auf jeden Fall definiert man dann in dem Schritt, in dem Vorbereitungsschritt auch vier Orte der Welt. Also zum Beispiel, wir haben, ich sage jetzt mal, eine Horrorserie aus den 90ern zum Beispiel. Und so eine Teenie-Horrorserie. Und jetzt müssten wir vier Orte haben. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ach, ich fände es doch cool, würden wir in einer Highschool spielen. So richtig amerikanisch, klassisch, Highschool. Und dann hast du vielleicht eine andere Idee. Und zum Beispiel, ich nehme das mal vorweg, ganz böse. Sagst du eine Bar, eine, so eine, oder ein Club, der einzige Club in diesem kleinen Dörfchen zum Beispiel, da gehen alle hin und dann wissen wir schon mal, es gibt ein Highschool, es gibt einen Club, wo man hingehen kann, so. Und nachdem, dass wir vier so Orte überlegt haben, mit entsprechenden mächtigen NSCs, die nenne ich dann einfach Bosse, also zum Beispiel in der Schule ist das die Schuldirektorin, dann überlegen wir uns, was wollen wir denn dort erleben können. Und dann schreiben wir Handlungselemente auf. Zum Beispiel im Chemieunterricht versucht einer eine Droge herzustellen. Oder im Club gibt es im Kellergewölbe Vampire oder sonst was. Und dann haben wir am Schluss ganz viele so Handlungselemente. Und wenn wir mit der Geschichte anfangen, dann kann ich eine auswählen. Vielleicht, ich nehme auch vielleicht auch eine von denen, die du die ausgedacht hast und schmück die dann aus. Ich setze die Szene, sage dann, hey, zum Beispiel, es hat im Kellergewölbe hat es Vampire, da kann ich auch erzählen, wie ich aus meinem Sarg emporsteige und eigentlich vielleicht sogar ein böser Charakter bin oder ein Vampir mit Seele oder was auch immer. Und dann spielen wir das aus. Es gibt dann verschiedene Konsequenzen. Dann kann es ja wechseln. Und vielleicht hattest du ja mit dem Handlungselement eine ganz andere Idee, aber ich habe es jetzt halt so implementiert. Und dann ist so die Geschichte schon mal passiert. Und dann geht vielleicht, gehst du dann, wenn es zu dir gewechselt hat, in die Schule und machst dann dort wieder irgendwas und so weiter. Und so geht das weiter bis zu einem gewissen Punkt, wo man die Vorgeschichte einbauen muss und Hinweise dazu bekommt. Also zum Beispiel, ah, in der alten Krypta hat es ein Portal. Und dann versuchen wir natürlich zur alten Krypta zu gehen, aber dann hat es noch irgendwelche, keine Ahnung, Zombies, die uns davon abhalten und so weiter und so fort, bis sie dann schlussendlich dann dort sind oder ich dort bin oder du dort bist. Und je nach Niedertracht kommt es dann halt darauf an, ist der Dämon in der Niedertracht 3 dann wirft, der dir in den Beschränkungen, die er hat, einfach möglichst viele Zombies auf den Hals oder weiß ich nicht was. Und ist es 1, dann versucht man das einfach gruselig rüberzubringen und legt sich vielleicht nicht so viele Steine in den Weg etc. Und das, was auch noch eigen ist, ist, dass wenn es die Niedertracht von 1 ist, dann könnten auch in den meisten Fällen beide entfliehen. Und ab einer Niedertracht von 2 gewinnt nur der Charakter, wenn er entflieht, oder und wenn der Charakter stirbt, dann gewinnt nur der Dämon. Also dann wird es kompetitiv. Also je nach Niedertracht verändert sich wirklich auch dann das ganze Spielgefühl.
Okay, das heißt, diese Niedertracht-Stufen 1 bis 3, 1 wäre kooperatives Spiel, das heißt, beide entkommen, 2 nur einer quasi gewinnt, der halt entkommt oder der andere, der halt stirbt, wie auch immer, und 3 wäre dann halt der richtig fiese Level sozusagen, Ja, genau. wo man dem anderen noch richtig eins reinwirkt. Okay, und das legt man am Anfang fest, man legt diese 4 Orte fest, die jetzt, sage ich mal, eine Rolle spielen wollen, und man Genau. entscheidet dann auch, oder man sagt ab dem dritten Ort oder sowas, streut man dann Hinweise auf Portal oder Zauberspruch, um zu entfliehen oder sowas. Ja, ab einer gewissen Stelle in der Geschichte, genau. Okay, verstanden. Das heißt, man hat Vorbereitungen, die man erstmal gemeinsam hat, wo man sich das alles runterschreibt, Orte, Bosse, Handlungsstränge. Und wenn das Spiel dann losgeht, dann hat man diese Liste, die dann bindend ist, sage ich mal. Aber jeder Dämon kann jetzt daraus was wählen, was noch nicht dran war, und schauen, wie er das dann, sage ich mal, interpretiert, implementiert, ausschmückt. Also, Okay. nein, nicht ganz, sondern der Charakter macht's, weil der Dämon spielt ja eigentlich nur die Umwelt. Ah, Er ist eigentlich okay. nur die Umwelt. Genau, das ist Okay. eben das, was nicht so klassisch ist in dem Ganzen, genau. Okay, das heißt, der Spieler sagt, wenn ich jetzt anfangen würde mit meinem Max, könnte ich jetzt sagen, ich wache jetzt in diesem Club da auf oder was, ne? Als Vampir hattest du, glaube ich, das Beispiel. Oder Ja. ich könnte sagen, ich bin gerade auf dem Weg zur Schule, wäre auch möglich. Und der Dämon reagiert dann auf, okay, das, was der Spieler dann vorgibt. Das heißt, ich Ja, wähle genau. auch Ort und Handlungsstrang, in dem ich mich als Spieler bewegen möchte. Wie ist es Genau. dann, wenn wir mit der Schule fertig wären zum Beispiel? Also wir haben den Ort und die Handlungen dort durchgespielt und es wechselt, dann wäre der nächste Spieler wieder dran, sich zu überlegen, wo er hingehen möchte. Also Oder. ja, er wäre dann auch in der Schule natürlich, kann auch noch in der Schule bleiben, kann aber auch an einen anderen Ort gehen. Ja, und nimmt einfach einen weiteren Handlungsstrang, versucht das dann noch irgendwie sinngerecht mit den vorgehenden Ereignissen zu verknüpfen. Also Okay. so hangelt sich das Ganze dann immer weiter, bis man dann am Ende ist des Spiels. Ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt im Spiel eine Ressource, das sind die Machtpunkte. Und mit diesen Machtpunkten verändert man so ein bisschen auch noch, wie man in das Spiel eingreifen kann. Beispielsweise bei größeren Konflikten kann man da weitere Würfel bekommen oder man kann, das ist vielleicht noch wichtig, das habe ich ausgelassen, bei den Proben, also wenn man würfelt, dann gibt es Teilerfolge und halt Misserfolge. Und je nachdem, bei den Teilerfolgen muss der Charakter, also der Spieler, der den Charakter spielt, dem Dämon eigentlich erzählen, zwei Möglichkeiten, wie sich das auswirken kann. Und beim Misserfolg der Dämon dem Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und man ist immer so ein bisschen am gemeinsamen Handeln, wie die Geschichte dann weitergeht. Und mit diesen Machtpunkten kann man sich zum Beispiel noch eine dritte Option kaufen. Und wenn man merkt, die zwei, die da gekommen sind, die sind eigentlich, finde ich, gar nicht gut, so quasi. Man kann noch viel mehr, man kann auch einen Diener erscheinen lassen oder einen NSC mit, also einen Nichtspielercharakter mit dem Charakter in den Kampf zwingen und so weiter und so fort. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Okay, das heißt, Entschuldigung. Ja, gerne. Die Machtpunkte setze ich dann als Spieler ein, wenn ich sage, okay, die zwei Optionen gefallen mir nicht. Oder nehmen wir mal an, wir wären jetzt in dem kompetitiven Spiel mit Stufe 2 des Dämons, oder wie hieß der Level nochmal? Niedertracht. Niedertracht, danke, genau. Genau. Stufe 2 auf Niedertracht und ich kriege hier die Zombie-Horde entgegengeschmissen, dann könnte ich sagen, okay, ich setze jetzt einen Machtpunkt ein, um mir einen NSC, den ich selber beschreibe, sogar zu holen, oder dass ich sage, okay, da ist jetzt irgendwie ein Polizist auf Streife und sieht es und greift ein, mir helfend sozusagen, würde das gehen? Ich würde sagen, wir sind jetzt Weil da. das, ja genau, weil das Erzählrecht beim Spieler ist. Bevor das die Probe beginnt, kann er, wenn der Dämon dann die ganzen Zombies erscheinen lässt, kann er natürlich auch sagen, ja, es hat irgendeinen Polizisten etc. hier. Das braucht keinen Machtpunkt schlussendlich. Okay. Aber je nachdem, wie der Dämon dann darauf reagiert, kann er den einfach umnieten lassen von den Zombies. Da kann man den nicht spielen, so quasi. Ja, genau.
Aber man kann die Machtpunkte zum Beispiel einsetzen, eben um weitere Würfel zu bekommen, wenn man gegen die Zombie-Horden kämpft. Oder man kann auch sagen, hey, ich bin nicht einverstanden mit diesen Zombie-Horden, ich gebe einen Machtpunkt aus. Und dann bekomme ich eine weitere Option, die zombiefrei ist zum Beispiel. Mhm. Okay, und die Option gibt dann aber wieder der Dämon vor, ne? Also, ja. Okay. Okay. Also, auch wieder je nachdem. Schwierig, ja, ich muss ein bisschen umdenken. Also die Situation, wenn du sagst, je nachdem, kannst du mal ein Beispiel machen, wann gibt dir der Spieler die vor und wann gibt dir die der Dämon vor? Also wenn, ja, gerne. Wenn ich jetzt als Spieler sage, bleib mal bei dem Zombie-Beispiel, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, ist jetzt gerade in meinem Kopf, der Dämon sagt, okay, da kommen diese Zombie-Horden. Ich als Spieler sage, nee, ich möchte das nicht, gebe einen Machtpunkt aus und sage, gib mir bitte eine andere Option, eine zombiefreie Option. Also, oder kann ich die schon dann mit dem Machtpunkt sagen, okay, ich habe jetzt den Machtpunkt und ich sage, das ist so und so. Also zum Beispiel, wir gehen es jetzt mal durch. Ich führe die Geschichte weiter, ich sage, ich gehe zum Friedhof und beschreibe da, wie ich dann auf dem Friedhof bin und irgendwie eine Türe öffne und ich weiß, was dahinter ist. Das wäre die Interaktion. Ich höre dann auf, es gibt so wie ein offenes Ende. Ob ich zum Beispiel die Türe aufstemmen kann oder so, dann versuche ich das, dort reinzugehen, in die Krypta zum Beispiel, und der Dämon reagiert dann als Umfeld, also ich würfle dann und habe zum Beispiel einen Teilerfolg, dann sagt mir der Dämon so quasi, hey, du kannst zwar die Türe aufstemmen, weil die ist ja eigentlich sehr schwer und verschlossen etc., aber verletzt dich daran und das weckt dann die Zombies oder die Vampire oder was auch immer. Du machst sie auf und ein Nachtwächter ist gerade dort am irgendwas machen, keine Ahnung, Drogen konsumieren irgendwie im Heimlich und triffst dann auf ihn. Und dann sage ich, nee, passt mir nicht, gebe Machtpunkt aus und dann muss der Dämon sich halt eine dritte Option ausdenken. Aber auch wieder als Teilerfolg eben, im Sinne von, ich habe einen Teilerfolg gewürfelt, somit muss ich einerseits erfolgreich sein, aber habe irgendeinen negativen Effekt. Und wenn ich jetzt einen Misserfolg würfeln würde, dann wäre halt vom Dämon der Vorschlag, wie ich das nicht schaffe. Also im Sinn von, ich drücke da gegen die Tür, die ist extrem schwer und gesichert und ich hole mir noch einen Hexenschuss oder weiß ich nicht was. Oder ich versuche reinzukommen und werde dann vom Nachtwächter, der jetzt plötzlich draußen ist, gesehen und der verfolgt mich dann. Und jetzt bei einem Erfolg, dann kann ich eigentlich sagen, kann der Charakter sagen, Entschuldigung, wie er dort reinkommt. Weil er ist ja erfolgreich, er muss da nichts vorschlagen. Aber auch der Dämon kann dann wieder Machtpunkte ausgeben, um zu sagen, nee, es gefällt mir nicht. Ich hätte gerne andere erfolgreiche Lösung. Okay, verstanden. Das heißt, das Spiel geht dann auch andersrum sozusagen, dass der Dämon seine Machtpunkte ausgibt. Das ist dann aber, wenn ich Dämon oder Spieler bin, mein Machtpunkte-Pool ist derselbe. Ja, es ist generell so, wenn man Misserfolge würfelt, dann gibt es so eine Misserfolgsleiste, die füllt sich dann allmählich. Und wenn ein gewisses Segment aufgefüllt ist, dann kriege ich einen Machtpunkt. Also das heißt, für Spieler, die viel Misserfolge erleben in dem Spiel, die bekommen dann trotzdem Macht, also im Sinn von, sie werden halt, also der Charakter oder der Dämon wird halt aggressiv und aus diesem erwacht dann eine Art negative Kraft, also eben auch die Machtpunkte, die sind nicht unbedingt nur positiv konnotiert. Ja, genau, und aus dem heraus können sie dann auch, also kann der Dämon natürlich anders viel Machtpunkte haben als der Spieler zum Beispiel. Oder auch durch den simplen Würfelwurf, den er am Anfang macht. Okay. Diese Würfelwürfe, wann würfel ich auf was und wer legt es fest? Bei Zweikopfdämon. Gute Frage. Also generell, ich gehe nochmal in den Rundenablauf rein. Generell sind ein paar Sachen vom Rundenablauf her fixiert. Also zum Beispiel eben die Probenvorteile, die würfelt man in jeder Runde. Und dann nachher ist immer die aktive Spielerin dran, also der den Charakter mimt so quasi, mit dem Probe zum Würfeln, und das Outcome legt er dann der Dämon fest, so quasi. Also das heißt, die Würfelwürfe sind eigentlich von der Runde her vorgegeben, wer das was würfelt, so quasi. Und wenn es zu einem Konflikt kommt, das ist das Äquivalent von, was wir so klassischerweise als Kampf sehen, weil ein Konflikt kann auch sozial oder was auch immer sein,
dann haben beide, können beide dann miteinander würfeln und ziehen sich dann dementsprechend dann auch Wunden etc. zu. Okay. Das also ist immer eigentlich vorgegeben vom Regelwerk. Mhm. Das heißt, im Regelwerk steht fest drin, in so eine Runde, in so einem Ablaufdiagramm, ne, glaube ich, ja, ist es. Genau. Und nach dieser Runde wird quasi gespielt. Und da steht dann auch drin, in diesem Flussdiagramm, Ablaufdiagramm, wann gewürfelt wird sozusagen. Ja? Also, ja, genau. Das heißt, ich habe eine Handlung, ich habe irgendeinen Konflikt oder ich habe irgendeine Aktion, wie ich will jetzt da rein. Und das wäre dann in dieser Runde oder in diesem Ablaufdiagramm eine Aktion und dann steht auch, okay, jetzt wird gewürfelt. Okay, und genau. Die Wunden, die ich mir zuziehe, was haben die für Auswirkungen? Also ich kann irgendwie auch sterben, wurde gesagt, ne? Gerade bei diesem kompetitiven Teil ist es dann wichtig, wie viele Lebenspunkte hat man oder was, ab wann kriege ich was für eine Wunde? Also ist das immer gleich, ob ich mir jetzt einen Splitter ziehe oder mich ein Zombie beißt oder wie läuft das da mit dem Schadenssystem, sage ich mal? Ach, das ist ganz einfach. Man hat man kann 8 Wunden fressen, so quasi, und dann stirbt man halt. Mhm. Es gibt nicht ab einer gewissen, wenn man jetzt 3 oder 4 Wunden hat, dann hat man nicht plötzlich noch Mali oder sonst was, so komplex will das Spiel gar nicht sein. Mhm. Sondern, ja, dann stirbt der Charakter und der Dämon hat dann halt immer gewonnen, also hat sein Ziel erreicht. Auch wenn es durch unglückliche Umstände in einem eher kooperativen Spiel ist, dann hat halt auch trotzdem der Dämon mit seinem Schalensieg gewonnen, so quasi. Mhm. Aber die NSCs haben per se immer nur eine Wunde, also das heißt, da kann man die relativ schnell wegputzen, wenn es sein muss. Mhm. Und die Bosse haben 2, also die sind halt, wenn die sich einem entgegenstellen, dann hat man ein bisschen länger dran zu knabbern. Mhm. Generell hat es auch Auswirkungen auf die Vorgeschichten, im Sinn von, es kann sein, dass man aus einer Welt, also bei 2 Vorgeschichten kann es sein, dass man aus der Welt entkommt, sich aber trotzdem so verletzt hat, dass man dann in der realen Welt als Spieler stirbt. Okay. Ich fand das am Anfang extrem interessant, so wie die reale Geschichte noch hineinzugeben, aber ich habe es dann im Entwicklungsprozess dann zu verworfen, weil es einfach zu meta war schlussendlich. Mm-hmm, aber das ist noch davon geblieben, so, okay, dass man noch einen Schwanengesang machen kann auf jemanden. Okay. Okay, interessant. Das ist jetzt alles, also ich finde die Idee habe ich so, glaube ich, noch nicht gehört. Das ist für mich was Neues jetzt erstmal, auch mit diesem Abwechseln. Vielleicht kenne ich zu viel klassische Rollenspielsysteme, ja. Wie bist du da drauf gekommen eigentlich? Also wie, das ist jetzt erstmal, du hast auch gesagt, du kommst aus der klassischen Rollenspielwelt, du wolltest irgendwas haben, was man halt zu zweit auch spielen kann, ne? Auch mal eine kurze Runde machen, aber wie bist du jetzt auf diese Mechanik gekommen, die du das erklärt hast? Gut, du hast ja ein paar Jahre dran gefeilt und gearbeitet, habe ich verstanden. Aber erstmal musst du dir überlegt haben, okay, ja, was möchte ich für ein System haben und wie mache ich das, dass vielleicht dann beide da ihren Anteil als SL und Spieler haben oder in SL-ähnlichen Rollen, sage ich mal. Wie kam dir das? Ja, generell einerseits eben von der Inspiration von Fiasco am Anfang, dass man eben das zu zweit spielen kann mit den Erzählrechten. Und ich habe dann in dem Zeitraum habe ich viel mit Linux gearbeitet und dann hat man ja auch Berechtigungen so quasi. Mhm. Und ich habe dann das irgendwie, ich kann nicht mehr sagen, wie, dann in meinem Kopf mit Rollenspiele verbunden und wer wann welche Berechtigung hat. Mhm. Okay. Okay. Ich habe es dann irgendwie so abstrahiert. Aber ich fand es halt interessant, dass man den Spieler meistens, also in vielen von den Systemen, die ich bis jetzt gespielt habe, außer bis auf ein paar neuere, der Spieler oder die Spielerin sind halt eher meistens eher machtlos der Geschichte ausgesetzt, je nachdem, was für ein SL das halt da ist. Mhm. Und ich wollte wie die Machtverschiebung erreichen, dass da ein Geben und ein Nehmen herrscht, so zwischen beiden. Mhm. Und das war so eine Grundintention von dem Ganzen auch. Und ursprünglicherweise war das Spiel mal so angedacht, dass die beiden Helden, eben der Charakter so quasi, dass sie in einem Körper sind, zu zwei, zeitgleich. Und das hat dann aber so viele, das war irgendwie gerade ein Jahr später oder so, wollte ich das raus haben.
Nicht Rabsan, Entschuldigung, einfach habe ich das so geschrieben. Und das hat dann recht viele Konflikte gemacht im Spiel, aber ich fand die Idee einfach so schön, dass ich es dann auf eine andere Art umgesetzt habe. Genau. Aber so die Grundidee die Erzählrechte fand ich extrem interessant, die so ein bisschen zu durchmischen und die Spieler auch ein bisschen zu empowern, also denen mehr Macht zu geben über die Geschichte selbst. Also nicht eben nur sagen, ich gehe da hin, sondern eben noch viel mehr mitwirken, sei es am Anfang jetzt schon oder dann auch im Spiel selber. Dass sie sagen, okay, da gibt es einen Polizisten oder da gibt es dieses und jenes. Das wäre jetzt im klassischen Rollenspiel immer die Frage, okay, nickt der SL das ab oder sagt er, nee, es geht nicht. Ne? So, und hier ist es jetzt halt quasi in den Regeln schon implementiert, dass es funktioniert. Ja? Okay, genau. Verstanden. Ich finde es auch, ich finde es noch spannend, weil mit den Leuten, die ich so gespielt habe, vielmals ist so die erste Reaktion, ach, ich bin aber nicht so kreativ. Aber man hat dann schon so viel aufgeschrieben gemeinsam, dass es dann einer gewissen Logik unterworfen ist, was man da spielt. Und da kommen meistens die Sachen wie von alleine. Also ich habe bis jetzt noch nie eine Runde gehabt und ich habe etliche Runden Test gespielt, bei der jemand mal so richtig anstand oder so. Aber es ist ein anderes Spiel, weil man so eine gewisse, ein bisschen kreativ sein muss. Und wenn man jetzt findet, nein, ich will nicht kreativ sein, ich möchte eigentlich die Story von jemandem erzählt bekommen und dann innerhalb der Story agieren, dann ist Zweikopfdämon wohl eher nicht was für einen. Okay, weil man hier halt sich aktiv einbringen muss dann auch, ne? Ja, das ist, genau. Genau, geht gar nicht. Okay. Okay. Wie viel, also jetzt gibt es diese drei Stufen, sag nochmal den Namen, mir soll wieder fallen. Die Niedertracht. Die Niedertracht, genau. Ja, die drei Stufen, also Niedertracht 1 bis 3. Wenn du jetzt so an deine Runden denkst, wo habt ihr euch da meistens bewegt? War das von 1 bis 3 komplett durchmischt oder war das eigentlich eher immer im kooperativen Teil oder eher im kompetitiven? Wie war das da gelagert? Bei den Leuten, bei denen ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich eigentlich immer Niedertracht 1 genommen, weil ist ja auch nicht schön, wenn man da ein Spiel anfängt und dann eigentlich runtergemoscht wird. Und dann bei, und sonst vielmals 2, weil das ist so recht ausgewogen. Und 3 auch ein paar Mal, aber das war dann schon, da hat man wirklich alle die Machtpunkte irgendwie eingesetzt, um dem anderen zu schaden. Das war dann schon. Das habe ich auch nur mit Leuten gespielt, die es jetzt ein paar Mal gespielt haben, weil vielmals. Die Machtpunkte muss man zu ganz bestimmten Zeitpunkten, also wirklich dann, wenn es einem am meisten bringt, einsetzen. Die hat man nicht in unbegrenzter, hat man nicht einfach unbegrenzt, deswegen. Aber ja, generell 2. Und dann dich gefolgt von 1 und dann 3, würde ich sagen. Okay. Bei 2 bin ich jetzt aber dann schon immer so ein bisschen auf der Lauer, wo ist meine Chance, ne? Ja. Um mir da einen Vorteil zu erspielen, ne? Bei 1 ist es noch so, okay, wir kommen am Ende beide raus, wir haben jetzt hier einen schönen Abend und schauen, dass wir eine schöne Geschichte spinnen. Bei diesem Kompetitiven kommt dann schon dazu, okay, wo setze ich jetzt meinen Dolch an, sage ich mal, um meinen Spieler da rauszudrängen, dass ich am Ende gewinne, so. Ja. Okay. Also Das beim 1, ja, ist wirklich kooperativ. Beim 2 ist es eher so, ja, ich schmeiße ihm mal Zeug vor die Füße, dass er nicht weiterkommt. Ich probiere irgendwie Schaden zu machen. Aber dann gegen das Ende, wenn ich merke, es zeichnet sich ab, dass der erfolgreich ist, kann ich immer noch irgendwie mit dem verschwinden. Okay. Schlussendlich, das geht dann irgendwie meistens. Bei 3 geht das nicht mehr. Da muss man von Anfang an einfach alles machen, dass der andere verliert. Okay. Das heißt, auf Stufe 2 kann ich auch noch mit ihm entkommen. Das geht, dass du noch mit dem, dass man, dass beide aus der Nummer heil rauskommen. Ja, geht meistens, ja. Okay. Kommt halt dann drauf an, man kann als Dämon, das ist dann aber einfach, das ist dann einfach spielergetrieben. Man kann auch sagen, ja gut, ich schaue, dass du entkommst, kein Problem. Aber man kann auch sagen, ja, jetzt sind wir in den letzten paar Sekunden dieses Spiels,
jetzt pflanze ich dir noch einen Gegner hin oder sonst was. Das ist dann halt, ja, das ist dann eigenes Gusto schlussendlich. Okay, wie man das dann handhabt, okay. Ja, bei 3 ist es klar. Da kann man auch immer schön sagen, ach nee, ich wollte das gar nicht, aber die Niedertracht ist halt 3. Deswegen müssen wir so spielen. Tut mir leid, ja, genau. Ja. Ich bin eigentlich nicht so. Okay, das heißt, ja, ich habe jetzt, glaube ich, meine Fragen erstmal durch. Wenn ich jetzt mehr über das System wissen wollte, dann müsste ich mir wahrscheinlich das PDF durchlesen von dir. Das gibt es, glaube ich, auch als PDF gibt es Zweikopfdämon, als Print, glaube ich, noch nicht, ne? Oder? Es gibt das PDF und es gibt das Print. Beides. Das PDF ist auf DriveThru RPG für etwa 7,40 Euro drin. Und das Print gibt es auf Amazon, Tradition, alle möglichen Online-Buchläden für 28 Euro. Ist ein Buch mit festem Einband, so zum Hinstellen, A4-Format, gut zum Mitnehmen. So klassisches Rollenspielbuch, ja, was sich auch gut im Regal macht. Ja. Okay, und ja, ich glaube, man braucht dieses Ablaufdiagramm, da wird viel klar, wenn man das mal sieht. Doc Ratti hat es auch gut damit erklärt, ne? Wie sich das aufbaut, und in eurer Proberunde habe ich das auch gesehen, dass ihr das, glaube ich, da liegen hattet. Das ist quasi so das, wo man sagt, okay, wie ist meine Runde aufgebaut, dann wird das alles noch ein bisschen klarer, was du gerade so erzählt hast. Ich finde, es klingt sehr spannend, ja. Wenn ich mir jetzt dieses PDF kaufe, was ist denn da alles drin? Regeln plus Varianten, Beispiele etc.? Oder ist es, wie schlank oder mächtig ist dieses PDF? Also in dem PDF sind die Regeln und die Konzepte drin. Konzept ist extra noch ein Kapitel, weil es eben gerade ein bisschen anders ist als das, was man so kennt. Und die kompletten Regeln sind drin. Es ist eine Beispielrunde drin, dass man die Regeln auch mit dem verzahnen kann. Es sind 2 Geschichtsideen drin, das sind so quasi das Äquivalent zu Abenteuern in anderen Spielen. Das sind einfach Ideen, die man dann einbauen kann, oder komplette Geschichten, die man dann eigentlich gerade so rübernehmen kann, ohne dass man irgendwas aufbauen muss. Und dann gibt es noch ein paar Varianten drin, zum Beispiel eine einfache Version, wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der noch nie Rollenspiele gespielt hat und vielleicht auch Anlaufschwierigkeiten hat, dann kann man so spielen. Bis zu einer Version, in der der Dämon dann schlussendlich zu einem bösen Charakter wird und den guten Charakter verfolgt, wie in einem Slasher-Film. Das ist dann wie das verändert das Spiel gewaltig. Ist auch so die umfassendste Variante von dem Ganzen. Das Regelwerk ist komplett. Es gibt keine weiteren Erweiterungsregelwerke oder sonst was. Und kostenlose Ergänzungen sind geplant. Zum Beispiel, das habe ich jetzt auf DriveThruRPG im Pending-Modus, das heißt, in den nächsten Tagen wird es kommen. Supplement aus der Hölle ist das. Da werde ich etwa 2 bis 3 machen. Das sind dann einfach mehrere Geschichtsideen, die ein gewisses Thema haben oder einen gewissen Schwerpunkt. Diesmal ist es Weihnachten. Man kann aktiv gegen den Weihnachtsmann vorgehen. genau, aber kostenpflichtige Erweiterungsbände werden nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich komplett so, wie man es kaufen kann. Ist fertig quasi, ja. Okay. Ja. Schön. Ja, vielen Dank für den Einblick in Zweikopfdämon. Danke dir. Vielen Dank, dass du da warst, ja. Und ja, wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da packe ich die ganzen Links rein zu Ben, seiner Homepage, zu Doc Ratti, und auf deiner Homepage ist, glaube ich, auch nochmal alles verlinkt. Ja, genau. Dann ist das wahrscheinlich der Hauptlink, wo ihr dann das alles finden könnt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt und sagt, okay, das oder jenes, das kam jetzt noch ein bisschen zu kurz, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, oder man kann dich auch per E-Mail wahrscheinlich kontaktieren, ne? Zu dem System. Also schreibt es in die Kommentare oder schreibt den Ben direkt an. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Pen and Paper Talk. Danke fürs Zuschauen. Danke, Ben. Okay. Tschüss.